Die jungen Leute haben es endgültig satt. Was die Grünen sich da leisten, ist unter aller Kanone. Nicht nur die Wähler laufen ihnen jetzt weg, auch die Abgeordneten. Heute bin ich aus der Grünen Partei und der Grünen Bundestagsfraktion ausgetreten. Jüngster Fall für die Unglaubwürdigkeit und die Selbstherrlichkeit der Grünen. Annalena Baerbock, die größte Außenministerin der Welt, hat sich gerade mal über das Nachtflugverbot hinweggesetzt. Die Grünen gängeln uns, wir sollen möglichst nicht mehr in Urlaub fliegen. Aber vor allem, es muss nachts Ruhe sein an den Flughäfen. Nur in Frankfurt war das nicht der Fall. Warum? Annalena wollte mal kurz fliegen. Kurz, ja. 180 Kilometer waren es nur. Jeder andere würde mit dem Auto fahren. Sie hätte das auch mit einem wunderschönen Lastenfahrrad geschafft. Nein, sie musste fliegen. Und woher kam sie? Nicht etwa von der Arbeit, nein, vom Fußball gucken. Sie hat sich das genehmigen lassen müssen, denn wer macht das? Die jeweilige Landesregierung. Und nun pass mal auf, wo liegt Frankfurt? In Hessen. Und wer regiert in Hessen? Die CDU. Das heißt doch, die stecken alle unter einer Decke. Für die Jugend wird es langsam unerträglich, die Altparteien überhaupt noch ernst zu nehmen. Aber der Gag an der ganzen Geschichte, die Grünen haben im hessischen Landtag nachgefragt, wer ist denn da eigentlich nachts geflogen? In der Hoffnung, sie könnten irgendjemand reinlegen. Ja, und dann haben sie sich selber ins Knie geschossen und ihrer größten Außenministerin. Tja, das kommt davon, wenn man Gesetze für andere beschließt, die man selbst nicht hält.